Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Ihr seht, wir stehen in Haven. Das heißt, heute geht's endlich weiter mit der Hauptstory. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit aufzunehmen. Und diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, ihr werdet es sehen. Es ist ein etwas längerer Handlungsstrang. Und ich würde den gerne, super gerne am Stück einfach aufnehmen. Und deswegen wollte ich dafür ein bisschen Zeit haben. Jetzt habe ich sie. Jetzt geht's gleich los. Zuvor würde ich aber einmal ganz gerne mit euch noch die Stufenaufstiege meiner Begleiter machen. Ich bin, also wenn ich privat das Spiel spiele, bin ich an diesem Punkt super überlevelt. Wir sind jetzt genau an der Levelgrenze. Ich denke, wir kommen trotzdem sehr gut durch. Aber sonst bin ich halt so krass überlevelt, weil ich vorher auf jeden Fall die Oase immer noch gemacht habe, also komplett gemacht habe. Die habe ich ja jetzt noch nicht. Und ich bin auch schon in den Pfahlbruch gegangen, meistens, und habe den komplett fertig gemacht und war dadurch natürlich sehr stark überlevelt. Und diesmal machen wir das jetzt anders, damit ihr auch ein bisschen was Neues zum Schauen bekommt. Ein bisschen Story mal wieder, wir waren ja jetzt doch viel unterwegs. Aber zuvor müssen wir unsere Begleiter leveln. Ich glaube, das hier unten war richtig gut. Klingenabwehr. Du kannst jeden Streich abwehren, den du kommen siehst. Sämtlicher Schaden von vorne wird verringert. Schadensresistenz 20%. Klingt super wenig, aber wenn man so die anderen Passiven dazu sieht, hat man meist schon eine echt gute Abwehr. Sarah. Ich glaube, da werden wir mal anfangen, hier den Bogenbaum aufzuwerten. Wenn du mit dem Sprungschuss triffst, kannst du den Schwung deines Sprungs nutzen, um den Bogen stärker zu spannen, sobald du wieder auf die Beine kommst. Wann auch immer dein nächster Angriff erfolgt, er wird dein Ziel zu Boden werfen und einen Schadensbonus von 200%. Oder nachdem du ein Ziel mit Sprungschuss getroffen hast, gehst du in die Verschwundenheit über und verschwindest in den Schatten. Nee, ich möchte das andere. Dann haben wir Dorian. Ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich bin kein großer Freund vom Feuerbaum. Aber Dorian bleibt trotzdem ein Feuermagier. Also, da könnt ihr mir sagen, macht das doch anders. Ich werde das wahrscheinlich nie machen. Ich bin da so festgefahren in dieser Sache. Nein, ich werde ihn auch mitnehmen. Bei gewissen Sachen werde ich ihn halt nicht mitnehmen. Aber gut. Ich würde vielleicht die Barriere noch ein bisschen, das Bannen aufwerten. Bannst du Magie und Statuseffekte werden kurzzeitig der durch deine Zauber verursacht und Schaden sowie der Aufbau deiner Barriere erhöht. Eigentlich ganz gut. Wann schwächt nun die magischen Angriffe betroffener Gegner? Das ist halt, das sind zwei verdammt gute Effekte. Ich glaube, ich möchte. Da nicht jeder Gegner, den man bannen kann, magische Angriffe ausübt, zum Beispiel Dämonen des Zorns greifen meines Erachtens physisch an, ist, glaube ich, die Magieumwandlung besser. Ich gehe hier gerade auch super ins Detail. Also wenn man das auf normal spielt, muss man eigentlich darauf gar nicht achten. Da muss man einfach nur eigentlich Skills setzen und gut ist. Und man kommt super durch das Spiel. Ich glaube, auf Albtraum sollte man schon sich ein bisschen bewusst machen, wie man skillt. Aber hier auf normal ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt, weil ich wirklich meistens immer so krass überlevelt war, dass das total egal war, wie meine Charaktere gelevelt waren. Blackboy kriegt auch die Klingenabwehr. Vivienne. Du kriegst noch mal ein bisschen was in Barriere. Du hast dann gelernt, deine Barriere. Regenerationszeit, genau das möchte ich gerne lernen. Den hatte ich schon mal vorgelesen, deswegen bin ich gerade da so ein bisschen rübergeflogen.
Mein lieber Solas, du lernst einfach schon mal den Schneesturm. Du rufst einen eisigen Schneesturm herbei, der im Zielgebiet gefangene Gegner abkühlt und schädigt. Varric. Da haben wir auch schon angefangen. Er kriegt da auch mal die Hochspannung. Und der Bulle hat noch zwei. Jeden Fall den Knaufschlag. Und Blockbrecher. So. Dann sind die Gefährten alle geskillt. Dann geht es nochmal kurz zum Kartentisch. Ja, kurz ist gut gesagt, ne? Wir sind schon wieder 6 Minuten dabei. Nee, wir gehen jetzt aber trotzdem noch zum Kartentisch und gucken, ob da ein paar Aufträge abgeschlossen sind. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir in der letzten Aufnahmesession überhaupt welche angestoßen haben. Und da wir die Quest sowieso überhaupt im Ratsraum starten Leben müssen, zurück. ist das sowieso der Ort, wo wir hin müssen. Wir geben noch einmal Diese schnell Wahrheit, die Forschungsdaten bei der Auer mir Minave ab. offenbart, Ich werde ebenso diese ist nur eine Verletzungsberichte Forscherin Forscherin Minave übergeben. Apotheker Edan sagt, Wir eure werden das gewünschten untersuchen. Reagenzien seien in Kürze bereit. Er ist unser Erbauer. Kriegen wir dafür noch Erfahrung oder nicht? Okay, anscheinend nicht. Manchmal dauert das ein bisschen, bis es aufploppt. Aber anscheinend dafür keine Erfahrung mehr. Hat Cassandra mit euch über meine neuen Rekruten gesprochen? Sie sind nicht eure Rekruten, Kommandant, sondern unsere. So, wir haben nichts auf dem Kartentisch. Das heißt, wir fangen direkt an. Es möge brennen in deinem Herzen. Arbeite mit den neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Bresche anzugreifen und sie für ein für alle Mal zu schließen. Da sieht man es auch, Stufe 8 bis 11. Wir sind jetzt alle 11. Das war mir wichtig, dass die Begleiter auch 11 sind. Und jetzt starten wir das mal. Los geht's. Die besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Ja, wir wissen nicht, was mit uns passieren wird. So, die Gruppe müssen wir zusammenstellen. Varric kommt auf jeden Fall mit. Ich werde noch diesmal einen zweiten Tank mitnehmen. Das ist mir eigentlich total egal, ob Cassandra oder Blackwall. Komm, wir nehmen die Standardgruppe. Denn ich werde auf jeden Fall Solas noch mitnehmen mit seinem Schneesturm. Ja, ich denke, das passt so. Magier! Fokussiert am Herold vorbei! Stärkt ihren Willen! Es geschafft. Anscheinend haben wir es geschafft, mit Hilfe der Magier, ja, die Bresche zu schließen.
Erstmal voll die fette Party. Saulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Naja, erstmal, wir haben alle daran gearbeitet und ich find's eigentlich noch zu früh zum Feiern. Wir sagen erstmal das. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Ich wusste, es war zu einfach. Genau das war es nämlich. Gut, letzte Notizen. Jetzt klappen wieder schon wieder komische Gutes. Quests auf, die abgeschlossen sind. Ich verstehe das wir nicht. Wir müssen Barrikaden oder so errichten. Das wird Guck mal, die ganzen Anfangsquests ploppen gerade auf, dass sie abgeschlossen sind. Gut, wir betreten hier mal die Tore. Cullen? Melde gehorsamst, eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern, indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier genannt. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Na, wer kennt ihn? Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Cullen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht für euer Leben! Für uns alle! So, wir sind jetzt mitten in der Schlacht. Ich gehe mal kurz in den Pausescreen. Bei mir sah, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so aussah, aber bei mir hat gerade die Zwischensequenz ultra geleckt. Sah aus, als würde es nur ein paar Frames laufen. Ich hoffe, bei euch ist es flüssig. Und es liegt einfach nur an der Aufnahme bei mir. Ja, große Schlacht. Die Templer greifen uns an. Den Ältesten, wenn ihr bei mir die Projekte geguckt habt, also die Dragon Age Projekte, werdet ihr den Ältesten erkennen. Ich werde seinen Namen noch nicht nennen, aber man kennt ihn auf jeden Fall. So, wir stürzen uns mal in die Schlacht. Ich werde euch das Spiel komplett flüssig. Ich weiß nicht, was das gerade war. So, wir müssen den nördlichen Triborg verteidigen. Und werden uns jetzt so ein bisschen durchschnetzeln.
So, gleich ist es vorbei mit der Ausdauer. Und wenn die Gegner so dicht beieinander stehen, brauchen wir kurz Ausdauer. Dann kann man echt gut den Wirbelwind. Wirbelwind, Wirbelsturm, ihr wisst, was ich meine. Spammen. Achso, wir müssen nur verteidigen. In der Zeit gehen wir mal Loot einsammeln. Gleich kommt die zweite Welle. Das heißt, schnapp sie dir an und ich töte sie alle. Achso, mein Ding ist noch gar nicht angefangen. So. Mein Block, den ich immer mit der Herausforderung, den mit dem Kriegsschrei, aufbaue. Der war gerade noch nicht fertig von der Regenerationszeit. Also, wenn ich jetzt hier den tankigen Zweihänder spiele, ist es mir halt wichtig, dass ich erstmal meinen Block aufgebaut habe. Deswegen haue ich erstmal noch nicht so viel Damage raus, sondern versuche halt immer, ne, schön den Kriegsschrei zu spammen, um erstmal den Block aufzubauen. Haltet sie zurück! Wir sind bereit zum Feuern! Ja, ihr könnt gleich weiterkämpfen. Ich loote kurz. Ich weiß, das passt nicht zur Schlacht. Oder zum Gefühl einer Schlacht. Aber ich möchte den Loot gerne mitnehmen. Gekämpft wird ja trotzdem. So, erstmal ein bisschen Aggro ziehen. So, können wir wieder den Wirbelwind spammen, beziehungsweise... Ah, nein! Wir wurden abgebrochen. Und wie ihr seht, man kommt auch mit Stufe 11 super flüssig hier durch. Ist noch was zum Plündern? Oh, hier ist noch was zum Plündern. Okay, dann gehen wir zum anderen und gucken mal, was dort los ist. Hier lang. Wir müssen diesen Tribok in Gang bringen. Ja, dann komm. Lauf mal los. Haben wir schon Heiltränke verbraucht? Nein. Hätte mich auch gewundert. Ein bisschen bekommt man ja doch mit von seinen Begleitern, auch wenn es gerade ein bisschen mehr Leute hier sind. So, wir müssen den hier zurückerobern. So, jetzt legt ihr euch alle erstmal hin. Bogenschützen sind halt ein bisschen nervig, weil die hauen dir ganz schön gut Schaden rein. Nee, alles noch nicht wieder da. Wir legen ihn mal wieder hin. Ein Knaufschlag, der kann ja betäuben. Aber ich finde, ab und zu ist der mächtige Schlag mit dem Hinlegen einfach besser. Ja, machen wir. Ich sammle aber erstmal alles hier ein. Ja, damit haben sich die Templer komplett ins Aus geschossen, zumindest für uns. Oh, der haut ein bisschen mehr rein. Da muss ich mal kurz meinen Block wieder aufbauen. So, Bemannung des Tribox. An den Tribok. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal gehen wir looten. Man darf sich hier auch gerne die Zeit zum Looten nehmen, wie ihr seht. Am Anfang habe ich mich hier super gehetzt gefühlt in der Quest. Aber... Man sieht ja, man kann hier in Ruhe erstmal alles dann noch absuchen und gucken, was es zu finden gibt. Gegner looten.
ja, ne? Ein Drache. Das ist nicht möglich. Alle zu den Toren. Dann geht's jetzt mal zurück zu den Toren. Ja, wir hatten einen kleinen Erfolg mit der Lawine, aber jetzt fliegt hier so ein Drache rum, der nicht ganz gesund aussieht. So, hilf Harold. Machen wir doch. Helft mir mal mit dieser Tür! Sehr gut. Ich schnapp mir nur das Nötigste. Hab nicht vor, wegen der Schmiede zu sterben. Das glaube ich dir und das rate ich dir auch. So, da war noch ein Vorratslager. Das lasse ich jetzt mal, weil wir es nicht dringend brauchen. Bewegung! Bewegung! Wir müssen uns zur Kirche zurückziehen. Sie ist der einzige Ort, der dieser Bestie standhalten könnte. Jetzt gilt es. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Bring. Okay. Ich habe jetzt zwar Varric total unterbrochen. Ich werde jetzt im Pausescreen bleiben. Die Folge ist nämlich vorbei. Wir müssen zur Kirche. Das wird es dann in der nächsten Folge geben. Und jetzt kommt die von mir meist verhasste Quest. Oder Nebenquest in diesem Spiel. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.